Wintersport in Perfektion wird Ihnen präsentiert von Audi. Und wir sind angekommen in St. Moritz und unser erster Weg, der führt uns direkt zum Schweizer Hof hinter mir. Denn dort wartet Tina Weirater auf uns, der Shootingstar aus Liechtenstein, zu einem Exklusivtermin. Tina Weirater, der Rummel um die Person von dir ist ja unheimlich groß. Ich habe es gerade gesehen, alle Leute aus allen möglichen Ländern wollen jetzt von dir wissen, wie es so weitergeht. Wie nimmt man das mit und wie schafft man das auch so von einem Renntag? Ja, da bin ich jetzt schon ganz froh, dass ich schon ein paar Jahre dabei bin. Also es ist jetzt nicht das allererste Mal, dass ich mit Medien spreche. Und von dem her klappt das mittlerweile ganz gut. Also ich bin jetzt da auch nicht mehr komplett nervös, wenn ich ein Interview geben muss. Und es ist auch durchs Schweizer Team ganz gut organisiert, dass es alles komprimiert in einer Stunde ist. Und dann ist es ganz gut zu schaffen. Wenn wir zurückdenken, du kommst ja aus einer total sportlichen und auch erfolgreichen Familie, dein Bruder oder auch deine Eltern schon sehr erfolgreich früher gewesen. Was nimmt man denn da mit? Kann man dann sagen, dass es irgendwie gut, dass man solche Eltern hat? Oder welche Eigenschaften haben dir vielleicht persönlich geholfen, um diese Karriere zu starten, die du jetzt hast? Ja, ich habe sicher schon ganz früh Skifahren gelernt durch sie. Von dem her bin ich da ganz dankbar, dass ich jeden Tag auf die Ski durfte, wenn ich wollte. Und von dem her war dann eigentlich der Start schon mal geglückt quasi. Und ich bin dann auch, ich wollte dann immer schon Rennen fahren, obwohl ich noch viel zu klein war. Und bin dann irgendwie von 5 oder 6 Jahren weg Rennen gefahren. Das war für mich einfach immer das Größte. Und das hat sich eigentlich nie geändert. Also schon auch von Vorteil, mit solchen Eltern in den Weltcup zu starten, als ohne wahrscheinlich. Ja, also für den Anfang sicher. Dann irgendwann, wenn man selber im Weltcup ist, steht man dann trotzdem alleine im Starthaus und muss dann da alleine runter, weil es gibt schon Leute, die dann denken, das habe ich irgendwie eh schon im Blut und muss eigentlich gar nichts mehr machen. So ist es dann leider doch nicht. Aber für den Start war es sicher ganz gut, ja. Jetzt hattest du auch viele Verletzungen, ist zum Glück schon ein bisschen her und jetzt auch nicht mehr und bist jetzt so erfolgreich und es wird immer besser und die Saison scheint auch wirklich gut, super zu laufen. Wie schafft man das dann in dieser Zeit, wo es nicht so gut läuft, irgendwie den Glauben zu behalten und einfach trotzdem weiterzukämpfen, um dann wieder so weit oben zu stehen, wie du es jetzt tust? Ja, das war gar nicht so einfach. Also ich war dreimal hintereinander direkt immer verletzt. Also ich habe mich immer zurückgekämpft, habe meine ersten Weltcup-Punkte wieder gemacht und direkt darauf ist wieder was passiert und da war es dann nach dem dritten Mal schon richtig hart. Ich hätte die Skier gegen die Wand geschmissen wahrscheinlich. Ja, das bringt dann auch nichts. Also sicher war es bitter und ich wusste dann auch nicht, ob es überhaupt noch geht, ob ich überhaupt weiterfahren kann vom Knie her. Aber als das dann klar war, dass es wieder wird, war es für mich einfach der einzige Weg, den ich gehen will und ich hatte viele Tage, wo ich dachte, ich werde es nicht schaffen. Aber ich hatte auch Tage, wo was weiterging. Und da habe ich mich einfach versucht zu motivieren und über die kleinen Schritte zu freuen. Und ich glaube, das große Ziel habe ich einfach nie aus den Augen verloren. Große Ziel ist genau was? Eben an die Weltspitze zu schaffen. Und das war dann schon irgendwo recht weit weg in dem Moment und da hat eigentlich auch niemand daran geglaubt. Ich war da teilweise auch ein bisschen alleine unterwegs auf dem Weg, aber schlussendlich hatte ich immer ein gutes Umfeld und Leute, die mir geholfen haben und deshalb hat es dann auch geklappt. Genau, jetzt bist du super erfolgreich, hast zum Glück durchgehalten und bist jetzt irgendwo mit Lara Gut, mit Michaela Schifrin auch so ein bisschen die neue Generation vielleicht, die jetzt so nachkommt. Wie könnte man die charakterisieren im Vergleich vielleicht zu den alteingesessenen Linzer Gonn zum Beispiel? Was macht euch aus und wie verändert das vielleicht auch so ein bisschen die professionelle Weltcup-Szene der Frauen? Ja, ich glaube, wir Jungen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil die Michaela ist ja noch mal viel jünger wie ich, wir haben es jetzt schon langsam geschafft, um uns auch konstant vorne hinzufahren, weil ich glaube, die Anna Fenninger, eben die Lara und ich, wir waren immer schon schnell ab und zu, aber wir konnten es nie so richtig konstant über eine ganze Saison bringen. Und ich glaube, jetzt haben wir einfach eine gute Entwicklung gemacht
Und deshalb sind wir jetzt auch bereit, um die Alteingesessenen zu fordern. Sehr gut. Jetzt gibt es ja gerade in eurer Branche unheimlich viel, wo es um Vermarktung geht, um Aussehen. Jetzt gibt es bei diesem Skiweltcup auch das erste Mal dann eine Schminkbar nach dem Rennen sozusagen für euch. Wie groß ist die Vermarktung oder wie nimmst du es noch wahr und wie weit sollte auch noch der Sport trotzdem noch weit genug im Vordergrund stehen? Ja, ich glaube, der Sport steht immer im Vordergrund, aber wenn man dann ins Ziel kommt, man fährt einfach mit 120 den Berg runter und dann kommt man ins Ziel und hat einen roten Kopf und die Haare sind irgendwie und dann muss man vor die Kamera, das ist manchmal schon nicht so toll. Also deshalb finde ich es eigentlich eine gute Idee, dass man das macht, weil das kann man nicht beeinflussen, dass darauf geschaut wird. Das ist einfach so, das ist Fakt. Und deshalb, ich glaube, da braucht es auch nicht ein großes Styling oder irgendwas, sondern ein, zwei Minuten in die Maske und dann schaut man schon mal halbwegs normal aus, um dann vor die Kamera zu treten. Okay. Dann wünsche ich dir, dass du vor die Kamera treten kannst morgen, um einfach sagen zu können, super, ich freue mich über meinen tollen Lauf hier. Vielen Dank und ganz viel Erfolg. Wintersport in Perfektion wird Ihnen präsentiert von Audi.